Fotografie und Einsiedeln ist in dem Sinn verbunden, dass Einsiedeln schon früh ein willkommenes Sujet war, mit all diesen kirchlichen Anlässen, sportlichen Anlässen für viele Fotografen. Und andererseits war es natürlich auch ein grösserer Ort gewesen, und an vielen grösseren Orten, gerade jetzt mit Pilgeraufkommen und Wallfahrten, ist das eine willkommene Zusatzabwechslung gewesen für die Gäste, auch noch ein bleibendes Andenken mitzubringen und in ein Fotostudio zu gehen. Inspiriert worden sind wir einerseits durch die Haufen Fotos, die von Einsiedeln herum sind, wo wir uns dann gedacht haben, wir möchten gerne herausfinden, wer steckt hinter diesen Bildern. Und andererseits ist ja kürzlich auch der Foti-Frenzel-Film, also von einem Einsiedler-Fotograf, ein Film im Kino erschienen, der uns in dem Sinn weiter inspiriert hat zu dieser Ausstellung. Mich persönlich hat fasziniert bei dieser Planung der Ausstellung die Technik, die dahinter steckt. Zum Teil eigentlich recht primitive Kameras, die man da früher benutzt hat, die aber qualitativ super Bilder hergeben. Und das ganze Technische, das hat mich eigentlich sehr fasziniert, das habe ich nicht so gekannt. Das Kloster Einsiedeln war ein sehr wichtiger Player sage ich jetzt mal, in dieser Fotografiegeschichte zu Einsiedeln, weil grundsätzlich waren die Patres aus dem Kloster Einsiedeln die ersten Fotografen gewesen. Vor allem waren das Lehrer, die an der Stiftschule, am Gymnasium, naturwissenschaftliche Fächer unterrichtet haben und sich auch als Hobby noch mit dieser Technik und eben mit dieser jungen Fotografie beschäftigt haben. Ein spezielles Objekt in der Ausstellung ist sicher das Fotostudio Lienhardt und Gasser, das während 100 Jahren praktisch unverändert in Betrieb war zu Einsiedeln und mittlerweile die Objekte im Landesmuseum, im Nationalmuseum eingelagert sind. Und wir haben die dürfen wieder für die Ausstellung hier zurück auf Einsiedeln holen und Original-Fotokulissen und Stühle, die die Leute darauf Porträte gemacht haben, mit der Originalkamera zusammen dürfen wir das hier ausstellen.